Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Ausgabe Mafia 3. Ihr habt von der vorigen Folge nichts verpasst. Ich bin da rausgegangen, sozusagen aus dem Spiel und wurde hier jetzt in dem Haus wieder gespawnt. Das heißt, von dem her also nichts verpasst. Wir sind nur gerade an anderer Stelle und ich muss schauen, wo ich ein Auto finde. Erstmal im Hinterhof randalieren. Ich habe ja gar keine Ahnung, warum ist denn überhaupt so dunkel? Warum steht hier nicht? Hier wäre doch ein schöner Platz für ein Auto. Gar keinen Schimmer, wo ich überhaupt eigentlich bin. Da ist doch eigentlich. Das sollte doch eigentlich eine Straße sein. Ah, da stehen noch Autos. Ist das auch offiziell ein Auto? Ja, tatsächlich. Lasst uns ein bisschen rum fahren. Warte, wie kann ich hier. Ich muss hier. Da will ich hin. Der Weg ist auch nicht weit. Alter, ist das Ding zum Fahren scheiße. Krass, ey. Ich brauch. Also, als Fluchtauto brauche ich wieder was anderes. Aber es ist super lustig. So, ich versuche mich mal zu rammen. Ich bin gar nicht so schnell. Keine Bullen weit und breit, das passt. Okay. Also. Ich komme mit dem unauffälligsten Fluchtwagen in der Geschichte der Flucht. Anhänger abkuppeln hätte ich auch können. Schön, dass es endlich aufklart. Zuerst nochmal die Waffe wegstecken. Ich schau mal, ob ich wieder unauffällig erstmal irgendwo reinkomme. Dass das so dunkel ist, gefällt mir jetzt so gerade gar nicht, muss ich sagen. Was denkst du, macht Georgie, wenn er merkt, dass all seine Dealer überfallen werden? Richie wird er auf jeden Fall töten. Vermutlich auch Charlie und Merle. Scheiße, wenn es dazu kommt, mache ich mich dünn. Georgie, du bist da draußen in den Sümpfen nicht. Verdammt! Du bist nicht knall ihn ab! So. Da kommen sie schon angelaufen, oder? Oh, der braucht. So, schnell hier mal Adrenalin benutzt. So, ich brauche hier. Du willst hier ans Telefon, wenn ich hier stehe? Ist das dein Ernst? So. Jetzt nehme ich mal die Pumpgun. Weil davon liegen hier genug rum, dass ich mir hier ein bisschen mal Munition klar machen kann. Hier wieder Adrenalin mitnehmen, das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt konfrontieren wir mal den anderen. Jetzt kann ich dich endlich verdreschen. Wer wird kaum was mitkriegen? So, wer wird kaum was mitkriegen? Du oder deine Mutter? Dich hau ich um. So, mein Freund. Ich glaube, du willst für mich arbeiten, oder? Töten, anwerben. Nee, also 2000 zum Geschäft, das ist doch... Arbeite für mich und du lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder großzuziehen. Okay, klare Sache. Was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie. Wirklich gut. So. Ja, das ist doch mal hier. Das Heroingeschäft gehört mir. A House in New Orleans. Warum muss ich das auch Cassandra zuweisen? Da ist doch der eine Typ, der da drin sitzt. Naja, aber ich kann ja nichts weiter machen, außer... Ich hab's wahrscheinlich nur sie gerade. Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck-Wichser vorgenommen. Wir? Ich schicke sofort ein paar Männer rüber. Ich bin hier alleine reingelaufen. Das war eine Einzeltäteraufgabe, würde ich auch mal sowas von behaupten. Da kommen sie an.
Brutale Überwältigung. Okay. Nennen Sie Ihren Namen bitte fürs Protokoll. Donovan. John. Wie oft soll er den eigentlich dann noch sagen? Mr. Donovan, Sie wissen, dass Sie durch Ihr Erscheinen vor diesem Komitee auf Ihre verfassungsmäßigen Rechte hinsichtlich Rechtsberatung und Selbstbeschuldigung verzichten. Sicher. Und Sie bestätigen weiterhin, dass Sie mit Ihrem Erscheinen vor diesem Komitee damit einverstanden sind, dass absolut alle Informationen bezüglich der Ereignisse in New Bordeaux im Sommer und Herbst 1968 öffentlich werden. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Sie waren Agent bei der Central Intelligence Agency von 1953 bis 1969, ist das korrekt? Das ist richtig. Lange Zeit. Wann kamen Sie nach Vietnam? Das war im August 61. Bitte erzählen Sie vor diesem Ausschuss, was Sie damals alles so getrieben haben in Vietnam. Also zuerst war ich ein paar Monate in Saigon. Danach versetzte man mich auf eine Basis der Special Activities Division in Laos. Wir bewaffneten und trainierten die Hmong und ließen sie dann auf die NVA los. Die hat Waffen über den Ho Chi Minh-Pfad geschmuggelt. Und Sie arbeiteten mit Lincoln Clay an dem, was später das Phoenix-Programm hieß? Lincoln leitete etwa ein Jahr eine eigene Aufklärungseinheit. Wir haben in Vietnam feindliche Stellungen aufgespürt und den Gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört. Wenn ich daran zurückdenke... Oh mein Gott. Sie ahnen ja nicht, was wir mit den Wichsern alles angestellt haben. Ich kann es mir aber langsam vorstellen. Also ich hier, nicht der Ausschuss natürlich. So. Es ist schön, wenn das Geschäft floriert. Alles meins, alles meins. Rede mit Cassandra. Na klar, wenn sie mich sprechen will, dann rede ich doch mit ihr. Aber ich lade erstmal das. Ich glaube, ich. Den Laden hier sauber. Dank ihn. Ja, ja. Ich glaube, ich tue erstmal hier so ein bisschen Geld einlagern, weil langsam wird es ja doch ein bisschen mehr. Blessed der Bishop. So. Der geht auch schon deutlich besser als der Truck. Aber immer noch nicht so gut wie mein alter. Den hätte ich halt echt schon gern wieder. So. Jetzt da im Power Slide. Oh, ich hab doch gesagt, ich will mal bei dem Gebrauchtwagenhändler ein Auto klauen. Ach, da gehen wir jetzt shoppen, oder? Und wenn du jetzt lachen willst, dann lach ruhig. Der ist eigentlich ganz schön. Der hier, den Grüne, den merken wir uns mal vor. Die Ross, glaube ich, nämlich nicht. Die gefallen mir auch alle nicht. Und da drin? Ne, der draußen, das ist mein Highlight. Ich kann mir diese Stimme des Hollow gar nicht anhören. Ich muss immer dran denken, die Polizei muss verständigt werden. So, und jetzt hau ich einfach. Ich wollte ihn gerade erschießen, aber ich glaube, ich hau einfach ab. Gerade hat jemand seinen Autodiebstahl im Hollow gemeldet. Falls eine Einheit in diesem Gebiet ist, fahrt doch mal vorbei und schaut euch das an. Wenn ihr da seid, nimmst du mir das. Bin ich schon lange weg. Aber geil, ja. 2000 Studenten in El Salvador zogen protestierend durch. Das Auto gefällt mir jetzt schon, weiß ich. So, also mal runter. Das Geld einlagern. Schön in meinen Safe. So, da liegen jetzt 8.990 drin und nicht mehr wie gerade eben, besser was über 600. So ist doch das fein. Und jetzt fahren wir zu Cassandra weiter. Da. Ach, da ist er. Schön. Mamba heißt das Ding. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Name, mit dem ich leben kann. So. Sprich, Reaktion, rede mit Cassandra, ja. Da muss ich aber durch das Polizeigebiet fahren. Das ist nicht so smart. Das machen wir natürlich auch nicht.
Aber da muss ich auch durch. Ne, gibt's da keinen anderen Weg als durch das Polizeigebiet? Warte mal, lass mal auf die Karte gucken. So, boah, Monsterumweg. Naja, aber ich wollte das Auto ja haben. Ne, ich muss rechts. Also so ist ja auch doof. Also fahre ich rechts, alles klar. Fahr mal einfach ein bisschen durch die Gegend zusammen. Ja, gerade wenn er so zwischenschießt, finde ich es ja eh ganz lässig. Als ob du schneller bist als ich. Schaut mal, wie wir hochkommen. 90 Meilen. 105 Meilen. Jetzt ist er. Muss ich mal gucken. Wo geht's weiter? Nächste rechts. Oh, Bullen. Aber das ging scheinbar immer gut aus. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Ja, also Verfolgung ist beendet. Und jetzt wieder aufnehmen. Aber ich muss sagen, also das Fahrgefühl selber auch mit der Tastatur, das geht ganz gut. Also das macht Spaß. Da fehlt sich nichts. Kann man auf jeden Fall machen. Also ich spiele ja alles mit Maus und Tastatur. Also das Gamepad hatte ich echt lange überlegt, ob ich das damit spielen soll. Ah, ich dachte schon, da wäre ein Cops. Aber nee, in dem Fall kann man echt sagen, dass die Steuerung selber, die ist okay. Aber es sind halt einfach so viele Tasten belegt. Gott, war das knapp, ja. So, was hat unser Cassandra-Mäuschen denn? Komm, Sportzeit, red dich aus. Oh ja. Tu das Messer erstmal aus der Hand. Wer ist denn er? Der Mann hier heißt Jesse. Wir hatten gerade eine kleine Konversation über Richie Doucette. Hören Sie, ich hab nichts getan, okay? Ich weiß rein gar nichts. Ich bin nur die Straße runter. Ich war spazieren und sie hat mich geschnappt. Das ist alles. Du gehörst zur Dixie Mafia. Nein. Ja, ich meine, scheiße. Ich hab's nur wegen dem Geld getan, verstehen Sie? Das ist nichts Persönliches, wisst ihr? Ich bin ja nicht mal bewaffnet. Wo ist du, Seth? Er ist in dem verlassenen Vergnügungspark westlich von hier. Baron Saturdays? Was zur Hölle will er da? Naja, das ist nur, weil ihr so ein Chaos macht. Georgie, er dreht durch, er ist auf dem Kriegspfad. Er will Richie tot sehen. Richie hat sich den Rest vom Heroin gekrallt und ist abgehauen. Er wollte abtauchen, bis sich die Sache mit Georgie beruhigt hat. Wie viele Männer sind bei ihm? Scheiße, ich weiß nicht. Alle nehme ich an. Na, alles? Gib mir das Messer. Nein, bitte, nein. Ich habe doch nichts getan. Bitte, ich flehe euch an. Meine Mama, meine arme Mama. Los, hau ab hier. Er könnte Doucette warnen. Der Junge ist völlig ungefährlich. Der rennt jetzt nach Hause zu Mama. Dein Wort in Gottes Ohr. Das wird sonst verdammt teuer. Ja, im Zweifel, wer wird die Arbeit denn bitte machen von uns beiden, Kleine? Du oder ich? Der gute alte Lincoln oder die Cassandra? Also, sind wir doch mal ehrlich. So. Sprich dein Gebet. Wo ist mein Auto? Ach, ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ach Mensch, ey. Oder was auch immer, im gleichen Viertel wohnen ist das okay. Aber wenn steht's da vielleicht? Ach Mensch. Was bist du denn? Raus. Ja, komm. Was ist das denn für eine Möhre, ey? Das ist ja mal der letzte Kahn. Also, ich weiß ja nicht mal, was das sein soll. Soll das an den Käfer erinnern oder was? Oder ist das ein Zwitter aus Käfer und Ente? Keine Ahnung. Gerade mal so auf 75 Meilen, dass er kommt. So schnell raus. Nicht, dass mich noch jemand mit dem Ding sieht. Wie schaut es munitionstechnisch aus? Ja. Sind voll. Also, wir laufen ein.
ins Adventureland. Yeah. Saturday's Fun Park. Wäre die. Okay, so habe ich auch noch nie jemanden wirklich eine Treppe steigen sehen. Oh. Er hat wieder so einen kleinen Flashback. Ich habe ein mieses Gefühl dabei, Mann. Richie muss endlich mal mit Georgie ins Reine kommen. Er hat auch keine andere Wahl. Sonst sind wir alle gefickt. Wie deine Mutter nach dem Abschlussball. Alter, was ist das für eine. Sicher, Mann. Sicher. Komm, wir gehen lieber weiter streifen, bevor Bobby wieder rumheult. Alter, wieso stirbst du denn nicht? So. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ich glaube, da war doch noch einer. Ja. Wahrscheinlich schon tot. Na? Der war doch schön. Noch wo jemand? Ich hab noch. Ich kann auch noch. Mich schickt gar keiner. Ich bin Privatunternehmer. Ja, und ja, ihr seht richtig, ich habe keine Ahnung, wie man zoomt. Also, wie gesagt, ich denke mal, die Steuerung auf der Konsole ist da intuitiver als auf der Tastatur. Aber ist halb so wild. Geht auch so. Na, jetzt komm schon, da ist einer. So, ich bin leer. Ich pack mir. Wie viel Munition hast du da drin? Oh, die ist eigentlich besser. Die ist besser? So. Aber ich unterschätze gar keinen. Komm einfach raus, dann zeige ich dir, wie ich dich unterschätze. Komm schon. Zeig dich. Wo bist du? Einen Schuss haben wir noch. Also wie viele kommen denn da? So. Gott sei Dank, Mann, habe ich eine Pumpgun. Und jetzt gehen wir da mal ein bisschen in den Infight. Das mache ich gar nicht. Ach, dann nehme ich doch lieber die. So. Na komm doch nochmal aus. Ja, oder du vielleicht, wenn dir kalt ist.
Als ob du mich mit sowas hier erschrecken kannst. Da geht's nicht lang? Okay. Dachte mir, vielleicht ist hier der Weg, aber... Ich folge einfach dem Pfeil. Scheiße, Mann! Ich wollte mit diesem ganzen Mist nicht... Ja! Okay. Ein Wespennest haben wir gefunden. Da fiel dir von der anderen Seite vor. So. Alter, was ist da? Ja. Komm nochmal hoch. Also da rechts kann man nicht durchschießen. Macht auch Sinn. Hey Arschloch, schickt Georgie dich? Nee. Der war weg. Wie viele Löcher brauchst du denn noch in dir? Leute, ich brauche Hilfe! Okay, ich habe nur noch einen Schuss mit der. Das heißt. Ich bin dann mal hier drüben, ich schlag. So. Da habe ich doch mal ein bisschen für Stimmung gesorgt, hier würde ich sagen. Ich brauche was, was jetzt auf Distanz schießen kann. Weil meine Waffe ist ja da ein bisschen leer. Oh. Ja, genau. Munition. Jetzt schaut es wieder besser aus. Ein bisschen Kohle nehme ich auch natürlich immer liebend gerne mit. Bin ich hier eigentlich rein? Ich dachte, hier geht's weiter. Ach ja, musste ich ja. Haha. Ja. Hey, Motherfucker! Wir wissen, dass du hier irgendwo. Ja. Wenn mich einer Motherfucker nennt, da bin ich ja richtig Fan davon. Richtig groß. Der Rechtschaffene findet niemals Ruhe. Verschafft mir was Zeit! So, oh, Arschloch, mach ich Platz! Arschloch, Motherfucker, also jetzt bitte. Achtet mal ein bisschen auf eure Wortwahl. Die Waffe ist ganz geil, muss ich sagen. Die gefällt mir gut. Von wo? Ah, habe ich mich im Licht nicht gesehen, gell? Scheiße, Arschloch, Motherfucker. Jetzt ist sie aber auch mal gut. Nee, ich nehme jetzt nicht das Scharfschützengewehr. So. Wie viel habe ich denn da? Habe ich schon noch ein bisschen Molotow? Munition schaut gut aus. Okay, dann können wir. Ich habe es nur nochmal umgedreht, weil ich mir noch an die Munition gerade dachte.
Bist du noch am Leben? Oder habe ich dich erledigt? Jetzt habe ich dich erledigt. So, Munition habe ich wieder. Alles klar, wir können weiter. Also in dem Fall ist hier nichts mit Taktik, also zumindest. Du hast dich mit dem falschen Weißen angelegt. Schnappt euch den näher. Sondern da ballert man sich jetzt einfach mal kühl durch. Nein, geglaubt habe ich es nicht, aber gehofft vielleicht, sagen wir es mal so. Lass mich bloß in Ruhe, bevor du verletzt wirst! Was ist denn das hier? Ah, war ein dicker Grafikbug. Lustige Stimmung. Okay, das ist echt so ein bisschen wie in der Geisterbahn. Ganz nett gemacht. Der sieht mich natürlich scheinbar auch nicht, weil es hier so dunkel ist. Das ist... Oh, lol. Fast wirklich erschrocken. So, reload. Alles klar, läuft. Und da kommt ein Krokodil. Okay, und jetzt darf ich ihn mal erledigen. Bam! So. Die beiden Kills waren schon mal gut. Da oben sitzt noch einer. Weil der schaut so aus, als ob er hinterm Ding sitzt, sodass er nicht zu erwischen ist. Das ist mein beschissener Stock. Du hast keinen Angriff. Ich will gar nicht wissen, wie. So. Da oben kann jetzt da mal ruhig weiterballern. Der interessiert mich aktuell jetzt gerade wenig. Was ist aber mit dir, mein Freund? Oh, was macht er denn jetzt mit dem? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt könnte was Kreatives kommen. Geht's noch? Du musst einen Knall haben. Denkst du, du spazierst hier rein, klaust mein Heroin und keiner merkt was? Ich bin nicht hier wegen deinem Heroin, Richie. Ich bin hier wegen dem, was du mit Sammy und Alice gemacht hast. Ich hatte nichts zu tun damit! Ich hab gesehen, wie du Alice das Messer in den Bauch gerammt hast. Damals konnte ich nichts tun, aber jetzt sieht das anders aus. Mhm. Scheiße, verdammt! Das war doch nicht meine Idee, hörst du? Georgie steckt dahinter, Georgie und sein alter Herr. Die beiden waren's, die euch killen wollten, nicht ich! Was hätte ich denn tun sollen? Nein sagen? Entweder das oder sicher gehen, dass ich auch wirklich tot bin. Nein! Nicht! Bitte! Hör zu! Es ist doch braucht, dass man einen Mann noch ein letztes Gebet sprechen lässt, oder? Du kannst beten auf dem Weg nach oben. Nein, bitte!
Das ist mal ein wirklich kreativer. Ja, wir haben einen Vergnügungspark. Als ich Richie Doucette an diesem Riesenrad hängen sah, war ich wirklich fassungslos. So etwas hat es nie zuvor gegeben. Mafiosi haben sich ja schon immer gegenseitig umgebracht, aber man hing's nicht an die große Glocke. Irgendein Verbrecher isst Spaghetti bei seinem Lieblingsitaliener und kriegt eine Kugel verpasst. Klar, vollkommen normal. Aber das war was anderes. Ich wusste gleich, noch bevor ich die geringste Ahnung hatte, wer es war, dass Richie zur Schau gestellt werden sollte. Lincoln war durch die CIA in psychologischer Kriegsführung geschult worden. Er wollte die Mafia einschüchtern. Wollte ihnen zeigen, dass er jeden einzelnen von ihnen töten würde. Und dass keiner von ihnen es schaffen würde, ihn aufzuhalten. Ist auf jeden Fall mal ein dickes Statement, ohne Frage. So. Aber scheinbar gibt es dieses Mal das Ding nicht für uns, sondern der hat sich da nur versteckt. Ja, war eine coole Folge mit unglaublich viel Ballerei und einer psychologischen Kriegsführung am Ende. Ich glaube, besser geht's nicht. Mir hat's gefallen. Das Spiel passt einfach sehr, sehr gut und hoffe, euch auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.